Warum sollten die Machaner sie wählen? Ich lebe seit 2015 mit meiner Familie in Machern, bin seit Mitte vergangenen Jahres im Gemeinderat und habe festgestellt, dass im Gemeinderat bzw. in der Arbeitsweise der Verwaltung mit dem Gemeinderat und mit den Bürgern gemeinsam besondere Probleme bestehen und habe mich deswegen entschieden, mich als Bürgermeisterkandidat zu bewerben. Ich bin selbstständige Rechtsanwältin seit 10 Jahren und habe in dieser Position eine gewisse Führungsverantwortung, wie auch die Schwerpunkte einer zielorientierten Arbeitsweise, habe in meiner Ausbildung als Verfahrensbeistand auch gelernt, mit hochstrittigen Situationen umgehen zu können. Wo sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf in Machern? Was sind Ihre Top-Themen? Also der dringendste Handlungsbedarf ist natürlich der Schuldenabbau. Der muss dringend weiter so fortgeführt werden, wie es in den vergangenen Jahren geschehen ist. Meine Top-Themen sind einmal der Sportbad Dresenwald. Der muss wieder so im Glanz erstrahlen, wie das in den vergangenen Jahren war. Ich muss da immer wieder feststellen, diese Plakate, die dort hängen, von den Veranstaltungen, die damals dort stattgefunden haben, so muss es halt in Zukunft wieder weitergehen, beziehungsweise da eine gewisse Umstrukturierung stattfinden. Mein weiteres Thema ist natürlich der Kita. Als vierfache Mutter liegt mir das besonders am Herzen. Zum einen der Kita-Neubau, zum anderen die Verbesserung der Situation in der Kita Knopsenhaus und die Schaffung neuer Kita-Plätze bis zum Neubau. Sie hatten es jetzt schon angesprochen, Sportpark Dresenwald ist ein langjähriges Problemthema in Machern. Wie wollen Sie hier vorgehen? Stichpunkte Finanzierung und Auslastung. Zum einen besteht der Sportbad Dresenwald ja einmal an der Sportstätte und zum zweiten Mal die Gastronomie, die weiterhin in Gemeindehand ist. Und das muss auf jeden Fall auf dem Prüfstand, ob das weiter so fortgeführt werden kann oder ob man sich da weiterhin umorientieren muss. Was den Sportbad an sich angeht, muss das Gespräch gesucht werden mit den Vereinen, mit dem SV Dresenwald und muss dort geschaut werden, was da verbessert werden kann, wie das umstrukturiert werden könnte, auch gemeinsam natürlich mit der Verwaltung und gemeinsam auch mit der Person, die da für die Gemeinde vor Ort ist und dort alles managt. Und dann wird sich sicherlich eine Lösung für den Sportpark entsprechend finden. Wie möchten Sie die Kommunikation und das Miteinander fördern, ob in Verwaltung, im Gemeinderat oder mit den Einwohnern der Stadt? Zum einen ist wichtig, dass wenn die Einwohner auf einen zukommen, egal ob das jetzt im Gemeinderat oder in der Verwaltung ist, habe ich den Anspruch an mich selbst, dann tatsächlich auch ein Feedback zu geben. Das haben die Einwohner einfach verdient. Und das kenne ich auch aus meiner eigenen beruflichen Praxis, dass wenn man Anfragen bekommt, sei es per E-Mail oder sei es persönlich, darauf reagiert werden muss. Und das habe ich in der Vergangenheit feststellen müssen, dass das halt in Machern nicht so ist. Was ich auf jeden Fall einführen würde, ist so eine Sprechstunde, wo die Bürger tatsächlich ins Rathaus kommen können und ihre Anliegen vorbringen können, weil ja auch nicht alle zu den Gemeinderatssitzungen gehen wollen. Und dort soll gemeinsam mit den Bürgern da Lösungen gefunden werden. Wie möchten Sie Gewerbetreibende unterstützen, beziehungsweise wie und wo wollen Sie Gewerbeneuansiedlungen fördern? Zunächst halte ich es für sehr wichtig, dass neue Gewerbetreibende, die nach Machern kommen. Die Frage ist natürlich, wie und wo. Zum einen hatte ich mir da Gedanken gemacht, was den Marktplatz angeht. Man hat ja jetzt die zwei neuen Parkplätze geschaffen für Elektroautos, was ich positiv als Grüne natürlich toll finde. Die andere Frage ist, was sollen die Leute machen, während
sie dort ihre Autos parken. Ne? Auf einer Seite kann man ein Schloss, Zollhaus, Eis essen, aber da gibt es noch mehrere Gebäude, die halt brach stehen und die man dann wieder mit Leben füllen müsste. Ne? Und müsste dann halt sehen, wie man das, wie man mit denen ins Gespräch kommen könnte, damit sich das verbessert. Ich würde jetzt noch einige Sätze beginnen, die Sie bitte spontan beenden. Machern bedeutet für mich? Ein lebenswerter Ort mit super S-Bahn-Anbindung, guten Freizeitmöglichkeiten und fehlenden kulturellen Möglichkeiten. Mein Führungsstil in der Verwaltung wäre? Ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Das Machener Vereinsleben sollte mehr in den Vordergrund der Gemeinde gerückt werden, mehr publiziert werden und mehr aktiv betrachtet werden. Die Belebung des Machener Marktes gehört zu meinen wichtigen Voraussetzungen, die ich da schnellstmöglich verbessern möchte. Die Sanierung der Machener Grundschule im Außen- und Innenbereich steht auch unter meinen Top 10. Besonders hervorzuheben ist natürlich, dass der Vorhof schon gemacht wurde, aber insbesondere das Schulgebäude an sich und der Innenbereich müsste dann auf jeden Fall in der nächsten Zeit in Angriff genommen werden. Die Machern auferlegte Reichensteuer bedeutet für mich, diesen auch auf den Prüfstand zu stellen, aber man darf natürlich da nicht außer Betracht lassen, dass die Finanzumlage ein Landesgesetz ist und Machern da nur einen begrenzten Spielraum hat und deswegen ich für meinen Teil da Verbündete suchen würde, wie beispielsweise über den Kreistag oder den Landrat, darüber dann in Dresden zu Wort, um versuchen, in Dresden zu Wort kommen zu können. Für den Kita-Neubau ist der erste Schritt gemacht worden, damit, dass der Gemeinderat die Grundstücke gekauft hat, die nun über die entsprechenden Verträge in das Eigentum der Gemeinde einfließen und dann dieser Planungsprozess beginnt, sodass wir perspektivisch vielleicht in 1 bis 1,5 Jahren, vielleicht 2 Jahre, eine neue Kita haben. Das Baugebiet Machern 2. Das Baugebiet wird nunmehr wird verkauft, ne? Und für mich ist dies jetzt steht jetzt nicht in der Agenda, dass das irgendwie nicht gebaut werden soll oder dringend verhindert werden soll. Es bedeutet Zuzug nachmachen, es bedeutet neue Kinder und das muss natürlich in Fokus gerichtet werden, was jetzt die ganze Kita-Problematik angeht. Die Situationen der GBW. Ich bin selbst im Aufsichtsrat von der GBW. Ich sehe die Situation derzeit als gut an. Wir haben eine neue Geschäftsführerin, die nach meinem Dafürhalten ihre Sache sehr gut macht. Wir haben einen ausgezeichneten Aufsichtsrat, der auch gut Hand in Hand gemeinsam arbeitet und einen versierten Aufsichtsratsvorsitzenden, der auch sehr engagiert ist. Die Sanierung der Kirschbrücke Püschau wird jetzt nunmehr in Angriff genommen und sollte schnellstmöglich da eine Regelung gefunden werden. Letzter Satz. Wenn ich zum Bürgermeister gewählt werde, sieht Machern zum Ende meiner Amtszeit so aus, dass der Schuldenstand verringert wird und Machern keine Probleme mit Kita-Plätzen haben sollte. Und dass insbesondere im Sportbad Dresenwald und an der Ritterburg wieder Veranstaltungen stattfinden. Super, vielen Dank.